Yo Leute, heute ist es wieder mal Zeit für einen Podcast. Ihr wisst es, einmal im Monat mache ich das. Aber bevor wir anfangen, ich habe gesehen in der Analystik, 45% der Leute, die meine Videos gucken, haben nicht abonniert. Macht es mal bitte, das würde mich unglaublich unterstützen und außerdem würdet ihr dann auch, immer wenn ihr die Glocke aktiviert habt, halt auch eine Benachrichtigung bekommen, wenn ein neues Video hier auf diesem Kanal hochgeladen wird. Bei diesem Podcast soll es um jemanden gehen, ein Charakter, den ich einfach viel zu sehr vernachlässige, obwohl er eine wichtige Rolle spielt, keine Ahnung warum, und zwar Leorio. Ich sollte eigentlich mehr über ihn reden, keine Ahnung warum, eigentlich sollte ich wirklich mehr über ihn reden, denn schließlich gehört er ja zu unserer Truppe. Nun, ich persönlich habe ihn sehr ins Herz geschlossen, er ist mir sehr sympathisch, halt von der Art her und sein Charakter generell und halt wie er sich dann auch entwickelt hat. Deshalb, also für mich persönlich mag ich ihn sehr. Weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber kommen wir doch zum Anfang mal zu seinem Design. Nun, er ist ja eher schlicht gemacht, also halt so, wie sieht er denn aus, Leute, wie sieht er denn aus? Er sieht einfach so aus, für mich, wie ein Banker oder ein Anwalt, habe ich mir zuerst gedacht. Gibt es halt ja noch oft so in Anime und als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, so auf dem Schiff, also, was ich auch noch vorher sagen muss, ich habe ja zuerst den Anime geguckt und erst dann den Manga gelesen. Das muss ich vielleicht vorweg halt klarstellen. Also, ich wusste halt nicht, dass er eine wichtige Rolle spielen wird. Als ich ihn dachte und halt mit seiner, ja, kleinen Ausraste, ihr wisst es ja auf dem Schiff, dachte ich, ja, okay. Das ist jetzt ein Typ, der wird jetzt vielleicht 2-3 Folgen auftauchen und dann war's das. Er soll ein bisschen für Funny sorgen, aber ich hätte wirklich niemals gedacht, dass er eine wichtige Rolle spielen wird. Und ich fand das halt irgendwie sehr nice. Also er hat einfach wirklich witzige Momente und ich feiere auch seine Ausraste halt, ich persönlich sehr. Das hat halt wirklich richtig frischen Wind hineingebracht in die Hunter-Welt und halt und unbedingt den Respekt von Kurapika wollte. Deshalb habe ich mir wirklich gedacht, ja, okay, ist jetzt eine kleine Nervensäge, den werden wir nicht wiedersehen, halt einfach so für Humor. Aber als sie dann auf dem Schiff mit Gon weitermachen durften, also diesen Test bestanden haben, habe ich mir schon gedacht, okay, was passiert denn da? Und da halt bei der alten Oma auch nochmals die Prüfung bestanden haben, dann, also ab diesem Zeitpunkt war mir eigentlich klar, dass Kurapika und Leorio Teil des Teams werden oder schon sozusagen sind. Und das fand ich ziemlich nice, wie sie das halt aufgebaut haben und dann, wo Leorio halt gesagt habe, ey, ich mache die Hunter-Prüfung nur für das Geld, dachte ich, ey, das ist jetzt ein Typ, der macht das jetzt wirklich nur fürs Geld, also für die Kohle. Also habe ich mir gedacht, ey, der fliegt auf alle Fälle raus, der wird es nicht bis zum Ende schaffen. Aber als er dann zu Kurapika halt auch sagte, warum er das macht, also auch halt die Geschichte seines Freundes, dass er auch Arzt werden will, dann hat man einfach Stück für Stück gemerkt, hat sich Leorio geöffnet, in sein Herz reingeschaut und man konnte einfach das Emotionale sehen und halt die Tiefe hinter seinem Ziel, sage ich jetzt mal. Und das fand ich sehr nice. Und dann hat man einfach gemerkt, okay, es ist nicht nur oberflächlich, wie es am Anfang schien, aber das fand ich halt geil, weil am Anfang dachte ich wirklich, ey, Leute, der ist jetzt... Irgendwie hat er eine Rolle zu spielen, um ein bisschen Humor reinzubringen, aber halt nicht eine richtige, wichtige Rolle. Und wie wir ja wissen, ändert sich das ja einige Male.
Und das fand ich einfach richtig cool. Ich persönlich fand das sehr nice. Und auch im Verlauf des Anime hat man auch die Freundschaft zwischen Kurapika und Leorio gesehen. Halt auch, wie es auch bei Gon und Killua war. Dort war natürlich die Freundschaft ganz extrem. Aber man hat einfach auch gemerkt, Kurapika und Leorio bauen sich auch eine Freundschaft auf, obwohl sie beide ja nicht gerade eine Herz und eine Seele waren, das wissen wir ja. Und das fand ich einfach auch nice. Und Leorio, wo zuerst eigentlich mehr so ein zurückhaltender Typ war, also nicht von der Art her, sage ich jetzt mal, er war ja schon von der Ausraste her ziemlich offensiv, aber halt vom Charakter her, dass er halt nicht alles gesagt hat. Zum Beispiel halt, warum er das macht, das Ziel halt. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber dann später, langsam, hat er sich dann auch immer für seine Freunde eingesetzt. Also man hat es schon beim Schiff gesehen. Und dann hat er sich sogar gegen Hisoka stellte, also um Gon zu helfen. Da hat er mir wirklich, wirklich gezeigt, was in ihm steckt. Denn das braucht enorm Mut. Ich glaube, das könnt ihr mir alle bestätigen, denn wir wissen, was Hisoka halt für ein Charisma und Ausstrahlung hat. Das ist halt die Entwicklung, die ich an Leorio sehr mag, wo man halt einfach irgendwie nicht damit rechnen konnte. Und ich persönlich halt am Anfang dachte, ey, was ist das für ein Typ? Irgendwie nervig, und plötzlich dann halt Stück für Stück sich entwickelt hat, emotional sich geöffnet hat. Das habe ich einfach gefeiert, und was ich natürlich auch sehr nice fand, halt, dass trotzdem seine funny Momente geblieben sind. Das hätte ich jetzt wirklich nicht missen wollen. Und ich kriege halt auch die Frage, dann kommen wir halt mehr für die Zukunft, was wird mit Leorio passieren? Ich persönlich denke, ich habe ja ein Video dazu gemacht. Also ein Szenario, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass er stirbt und dann halt Kurapika ihn rächt und dabei halt auch stirbt. Aber wenn ich mir das genauso überlege, muss ich sagen, Leorio kann ich mir einfach sehr schlecht vorstellen, dass er stirbt. Also ich würde sogar sagen, ich würde jetzt sogar behaupten oder nach meinem Gefühl gehen und sagen, nee, er ist halt sehr sympathisch und ich glaube einfach nicht, dass er sterben würde. Wie gesagt, die eine Möglichkeit wäre halt, dass er stirbt und Kurapika ihn dann rächen will, weil sie halt eine Beziehung aufgebaut haben und dass dann halt Kurapika da dann auch stirbt. Das ist das eine. Aber also ich persönlich will mal erstens nicht, dass er stirbt, denn ich mag ihn halt. Und das Einzige, was ich mir... Nee, Leute, ganz ehrlich, nee. Einfach nee, ich glaube nicht, dass er stirbt. Kann natürlich falsch liegen, aber es kann ich mir einfach sehr schlecht vorstellen, dass er sterben würde. So, und das ist einfach mein Statement dazu. Und wie wir alle wissen, er hat einfach eine super nice Synchronstimme gehabt. Aber wir wissen ja, dass dieses Jahr der Synchronsprecher verstorben ist. Und das ist einfach ein wahnsinniger Verlust. Natürlich für die Anime-Welt, ganz klar. Aber auch noch herzliches Beileid an die Angehörigen, auch wenn es ein bisschen spät ist. Aber er hat dem Leorio Leben gegeben. Er hat ihn zum Leben erweckt. Und das war einfach für mich die perfekte Stimme. Er hat ihn perfekt wiedergegeben. Und ja, das ist natürlich sehr schade. Aber darum schätze ich das sehr, dass er noch Leorio dieses Leben gegeben hat. Also ihn zum Leben erweckt hat. Und das feiere ich halt besonders, denn ich habe halt auch Hand mit einem Kumpel geguckt. Und mit Leorio habe ich einfach so viele wirklich Momente gehabt, wo ich richtig, richtig lachen konnte. Ja, das war's eigentlich schon von diesem Podcast. Ein ziemlich kurzer. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen, über ein Abo auch, wenn ihr neu seid.
und schreibt auf alle Fälle auch in die Kommentare, zu was ihr gerne auch Podcast sehen würdet. Dann werde ich mir das auf alle Fälle merken. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.